Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir mal wieder etwas von Lego bauen, und zwar deren Polizeistation. Finde ich ganz passend hier in unsere City. Wir hatten ja schon ein paar Modelle gebaut von Lego. Da kann natürlich nicht schaden, wenn wir noch ein weiteres bauen. Wir werden diese Polizeistation auch wieder einmal einrichten, oder was heißt es? Ich werde euch zeigen, wie ihr euch natürlich Stockwerk für Stockwerk baut. Und da gibt es natürlich noch die passende Tour dazu. Aber zuallererst müssen wir natürlich einmal aufbauen. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und fangen gleich mal an. So, für den Start holen wir uns erstmal wieder ein paar steinzige Blöcke raus. Brauner Zement ist dabei, glatte Steinstufen, davon bitte auch nochmal den ganzen Block. Dann holen wir uns glatten Sandstein raus, aber wirklich diesen kompletten glatten Sandstein, wo wir keine Kacheln haben. Dann holen wir uns auch polierte Andesit-Treppen raus, davon nochmal den ganzen Block. Und dann holen wir uns noch grauen Beton einmal raus. Kommen wir wie immer erstmal zum Grundriss von unserer Polizeiwache. Da nehmen wir jetzt einfach mal unseren Steinziegelblock zur Hand und ziehen jetzt erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke erstmal gerade lang. Dann gehen wir an den Seiten noch nach hinten weg und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 12 Blöcke auf der Seite. So, dann können wir hier noch 15 Blöcke einmal hinten ransetzen. So, und gehen noch einmal nach vorne. Wenn wir dann unseren Grundriss soweit haben, können wir auf der Rückseite das Ganze einmal ein bisschen dicker machen, denn hier wollen wir eine extra Wand uns einmal ziehen. Jetzt können wir das Ganze gleich noch auf eine zweite Ebene hier einmal erhöhen. Wenn wir das dann soweit haben, kommen wir jetzt schon zu unserem Braunzement. Und zwar können wir auf den Ecken jeweils 5 Blöcke hier einmal raufsetzen. Und dann setzen wir auch gleich nochmal jeweils hier so eine Strebe an der Seite einmal an. Das machen wir natürlich erstmal hier in jeder Ecke, also 5 Blöcke einmal hier rauf. So, und immer einen Zipfel ran. Wenn wir das dann soweit geschafft haben, nehmen wir jetzt erstmal unsere glatten Steinstufen zur Hand. Ich mache mir jetzt hier einfach eine weitere Blockreihe mal rauf. Ich muss natürlich jetzt hier die Stufen einmal stapeln, damit ich hier dieses Muster auch erhalte. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt zu faul ist, sich hier zwei Stufen reinmachen, auch Blöcke hinsetzen. Aber ich finde irgendwie mit den Blöcken sieht das nicht so schick aus, wie wenn wir das mit den Stufen machen. Weil die Blöcke wollte ich noch oben einmal verwenden. Aber musst du selber entscheiden, ob du dir die Mühe machst. Ich bleibe jedenfalls bei den Stufen dabei. Ich finde das schick. So. Wenn wir die Stufen drauf platziert haben, geht es wieder weiter mit unserem Braunzement. Jetzt setzen wir insgesamt 6 Blöcke einmal rauf. Und dann machen wir hier auch wieder einmal unsere Zipfel ran. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Die Zipfel dürfen natürlich nicht fehlen. Und dann hier noch die eine Seite. Wenn ihr das dann wieder habt, heißt es wieder einmal unsere Stufen zur Hand nehmen und hier wieder die nächste Reihe einmal raufsetzen. Nach den Stufen nehmen wir wieder unseren braunen Zement und setzen hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einmal rauf. Jetzt habe ich hier unten noch vergessen, mir meine Blöcke hier mal anzumachen. So, darf natürlich nicht fehlen. Oben setzen wir natürlich dann auch wieder hier einmal die Zipfel einmal ran. Und wenn du dich jetzt fragst, warum lasse ich jetzt hier so viel Abstand, überleg mal. Bei diesen Steinblöcken wäre ja theoretisch hier der nächste Zipfel. Und damit wir das Muster einhalten, ne, müssen wir immer darauf achten, dass es so ein bisschen passt. Haben wir unten ja auch. Hier wäre natürlich jetzt kein Block. Ne, von daher habe ich das hier unten gleich hingesetzt. Aber das hat alles eine Richtigkeit. So. Oh, fühlen wir noch die anderen Seiten hier. Wie gesagt, 6 Blöcke hin und dann setzt ihr einfach eure Zipfel ran. So, bei unserer dritten Ebene nehmen wir natürlich jetzt nicht mehr unsere Stufen, sondern hier nehmen wir jetzt einfach mal unsere Blöcke. Die können wir auch dann, sag ich mal, auf eine zweier Ebene hier einfach mal stapeln. Ziehen die dann natürlich hier einmal wieder ringsrum, ne, so wie wir das kennen. Auf der Vorderseite wollen wir das aber nochmal erhöhen um eine weitere Reihe, dass wir hier 3 haben. So, ziehe ich mal rüber zur anderen Seite und nur vorne hier die 2 Blöcke, zack, auf 3, ne? Tja, jetzt wollen wir natürlich noch die Seiten alle einmal ausfüllen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach unseren Sandstein. Ist natürlich jetzt hier wieder ein bisschen Massenarbeit. Ja, dann müssen wir jetzt hier einfach, zack, die ganzen freien Flächen hier von unseren 3 Etagen hier komplett einmal zuziehen damit. Das dauert jetzt hier natürlich so ein bisschen, aber wir können ja, sag ich mal, hier im Video ein bisschen zaubern. Von daher würde ich mal sagen, zack, stelle ich mir jetzt einfach mal hier so schräg davon einmal hin und dann ist bei mir alles schon fertig. Wie schön es doch ist, zu zaubern zu können. Tja, wenn man das immer könnte, ne? So, jetzt fliegen wir hier einmal noch rein und zwar haben wir auf der Rückseite, wollten wir das ja ein bisschen dicker machen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach unseren Sandstein und können hier jetzt einfach nochmal die ganze Wand nach oben ziehen. Aber aufgepasst, jedenfalls hier, wo wir, sag ich mal, unsere Steinstufen hier einmal platziert haben, würde ich euch auch nochmal empfehlen, das auch bei der zweiten Wand, wenn wir die dicker machen, auch nochmal lang zu ziehen. Da wir denn das Muster innen drin ja dann beibehalten. Wäre ja doof, wenn wir das hinten jetzt nicht haben. Von daher ziehen wir hier die Stufen einmal nach. Aber ansonsten hier den Rest, zack, setzt ihr einfach unseren Sandstein einmal rein. Wenn ihr dann oben angekommen seid, könnt ihr, sag ich mal, hier die letzte Ebene, jetzt sag ich mal hier von unserer zweier Schicht, einfach hier mit unserem grauen Beton einmal zuziehen, dass wir hier auch oben eine Decke haben. Habt ihr denn das hier oben einmal zugezogen, sind wir oben erstmal soweit fertig und fliegen einmal auf die Vorderseite. Und zwar wollen wir natürlich hier nach oben noch ein paar Treppen einmal machen, die hier nach oben gehen. Aber dann nehmen wir zuerst unsere Stufen hier einmal zur Hand und an der Seite setzen wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stufen hin. Und hier oben nochmal an unseren
ja, Steinziegelblock setzen wir auch nochmal 5 Stufen hin. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. So, dann haben wir hier schon mal die perfekte Mitte einmal rausgefunden. Jetzt nehmt mal einfach eure polierten Andesit-Treppen. Die könnt ihr jetzt hier vorne einmal so schräg davor einmal hinsetzen. Dahinter natürlich dann hier zack, einmal eine Blockreihe und wieder die Treppenreihe einmal hin. So, dann sind wir auf der Vorderseite damit auch durch. Gehen jetzt immer auf die Rückseite. Jetzt nehmen wir aber nochmal unsere Steinziegelblöcke einmal zur Hand. Und zwar auf der Rückseite lasst ihr, ja, wenn wir jetzt hier stehen, auf der rechten Seite einfach mal, würde ich mal sagen, hier 4 Blöcke Platz. Dann sagen wir jetzt hier 2 Blöcke mal hin. Machen wir mal auf eine Dicke hier oder auf eine Länge von 4, 2er Breite. Wie gesagt, hier an der Seite lassen wir aber 4 Blöcke Platz. So, dann machen wir das hier Ganze mal auf eine 2er Höhe. Wir wollen aber vorne noch, sagen wir mal, hier ein paar Treppen hinmachen. Dann nehmen wir einfach unsere polierten Anisit-Treppen, machen 2 Reihen hin, das reicht schon völlig aus. Und dann sind wir mit diesen Blöcken erstmal durch. So, die können wir dann einmal wegtun. Und dann geht es schon weiter mit ein paar Steinblöcken. Davon holen wir die Treppen und Stufen einmal raus. Dann holen wir uns polierte Schwarzsteinmauern raus. Davon auch natürlich den passenden Knopf. Dann holen wir uns Nerit-Blöcke einmal raus. Dann auch noch ein paar Steinknöpfe. Ein paar Schienen sind dabei und Eisenfalltüren. Das ganze Blockmaterial ist jetzt hauptsächlich nur fürs Dach gedacht. Da fangen wir natürlich erstmal mit unseren Steinblöcken und sowas an. Wir nehmen jetzt erstmal unsere Treppen und zwar setze ich mir die jetzt hier vorne einmal gleich ran. Und dann nehme ich meine Stufen und ziehe mir die jetzt hier einmal ringsrum. So, bis zur anderen Seite. Hier kommt wieder meine Treppe einmal hin. Und jetzt wollen wir, sag ich mal, hier uns die Treppen einmal so machen, dass sie hier so einmal nach innen laufen. So, einmal hier so schön ringsrum gebastelt. Den Rest hier oben, da setzen wir wieder einfach mal unsere Stufen einmal rauf. So. Wir lassen natürlich hier einmal eine Stufenreihe überstehen. Das können wir ruhig einmal machen. Und dann wollen wir jetzt hier einfach mal so ein kleines Muster hinbasteln. Damit nehmen wir unsere Treppen und Stufen so ein bisschen im Wechsel. Wir fangen am besten erstmal mit den Treppen an den Seiten an. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal 2 normale Treppen. Darunter 2 umgedrehte. Dann machen wir hier einfach mal so 2 Treppen, die mit Rücken an Rücken angelehnt sind. Dann machen wir hier eine Treppe normal und eine darunter. Dann wieder 2, die sich hier einfach mal anlehnen. Jetzt kommen wir schon in die Mitte. Und hier in der Mitte machen wir wieder das, was wir außen hatten. So 2 normale und 2 umgedrehte davon. Und jetzt kommt eigentlich das Spiel, was wir jetzt hier hatten, nochmal hier hin. Das heißt hier jetzt erstmal 2 umgedrehte. Dann hier eine normale. Dann wieder hier 2 umgedrehte. Und dann können wir hier wieder an der Seite diese 2 Treppen machen. Darunter wollen wir jetzt noch eine weitere Ebene uns einmal langziehen. Und zwar jetzt hier außen an den Treppen setzen wir einfach 2 Stufen hin. Dann machen wir 2 Stufen ein bisschen höher hin. Hier tauschen wir jetzt diesen Block einmal durch einen Steinblock aus. Das machen wir eigentlich jetzt hier bei diesen mittleren Streben die ganze Zeit. So. Aber hier an der Seite, dann nehmen wir wieder unsere Stufen einmal hin. Und immer unter unseren Umgeräten machen wir einfach ein bisschen die Stufen etwas höher hier einmal hin. Und dann sind wir vorne mit dem Muster erstmal fertig. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Dekoration auf dem Dach. Wir können natürlich ein paar Schornsteine uns einfach mal ein bisschen hinbasteln. Ist natürlich willkürlich, wo du die hinsetzt. Also da kannst du dich einfach ein bisschen austoben. Ich mache mir jetzt einfach hier ein paar Schornsteine hin. Und würde mal sagen, dann mache ich mir hier noch so eine kleine Lüftungsanlage hin. So, wie man sich die natürlich designt, ist jedem selbst überlassen. Ich gebe euch das hier einfach mal so ein bisschen vor. Man kann natürlich immer gut mit Schienen arbeiten. So, mache ich mir einfach mal hier so geschwind hier so eine kleine Lüftungsanlage hin. Ich glaube, da muss ich nicht so viel erklären. Ist eigentlich selbsterklärend. Ja. So, mein Blockmaterial habe ich wieder weggetan. Dann sind wir auf dem Dach erstmal fertig und kommen natürlich jetzt so langsam schon zu den ganzen Fenstern. Ja, dafür brauchen wir dann wieder neue Blöcke. Das heißt, wir holen jetzt abgezogenes Fichtenholz einmal raus. Denn Schwarzeichentreppen sind dabei. Davon natürlich die passende Tür. Dann holen wir uns Eisengitter ein bisschen raus. Glatte Quarzstufen, und zwar diese glatten Quarzstufen, die wieder keine Kacheln haben. Dann holen wir uns auch steinzige Mauern raus. Dann nochmal die Sandsteinmauern. Dann geschnittene Sandsteinstufen, und zwar bitte die, die, sag ich mal, hier auch dieses Kachelmuster haben. Und dann holen wir uns auch glatte Sandsteintreppen raus, die natürlich hier keine Kacheln haben, ne? Bevor es aber zur Vorderseite geht, fangen wir auf der Rückseite einmal an. Und zwar befindet sich hier natürlich ein Hinterausgang. Wir hatten ja, sag ich mal, hier uns die Treppe so ein bisschen gebastelt und wir haben jetzt noch insgesamt 3 Blöcke hier. Das heißt, jetzt könnt ihr hier einfach mal so ein 3x3-Feld euch einfach mal ein bisschen freihauen. So, machen wir mal. Da setze ich natürlich jetzt hier einfach mal meine Baumstämme hin. Machen wir da dann natürlich eine umgedrehte Treppe hin. Auf der Innenseite könnt ihr natürlich das auch einmal machen, dass wir es hier natürlich ein bisschen dicker bauen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir ja hier die Wand ein bisschen dicker haben. Also können wir es ja ruhig machen. So, dann setze ich mir gleich meine Tür einmal rein und hab's. So, an der Seite setze ich mir noch ein kleines Geländer mit den Gittern hin und fertig. Wir setzen uns natürlich auf der Rückseite auch noch ein paar Fenster einmal hin. Und zwar fangen wir einfach jetzt hier auf der linken Seite an. Wir lassen einfach von unserem grauen Beton so eine Blockreihe Platz. Dann schlage ich mir hier so ein 2x4 Fenster einmal rein. So, natürlich müssen wir hier doppelt das einmal weghauen. Jetzt setze ich mir hier einfach mal meine Stufen einmal hin. So, noch eine mittlere Strebe und fertig ist das Fenster. Zum Glas kommen wir noch später. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen höher. Jetzt setze ich mir jetzt hier einfach mal, würde ich mal sagen, 3 Blöcke Platz. Obwohl nicht 3, machen wir mal 2 Blöcke und dann machen wir jetzt hier einfach mal so ein 1er-3er-Fenster mal rein. Und zwar setze ich hier mal meine Eisengitter einmal hin. Und zwar soll das später die Gefängniszelle werden von unserem, ja,
von unserer Polizeistation. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch keine Gefängniszelle da einbauen wollt, natürlich nochmal so ein normales Fenster bauen. Das kann man sich dann auch so ein bisschen versetzen. Nur schon gesagt, der Boden von der Etage ist hier. Das heißt, man sollte schon das Fenster auf diese Ebene machen. So, gleich danach geht es wieder höher. Hier setzen wir wieder ein 2x4 Fenster rein. Lassen jetzt hier aber eine Sandsteinreihe oben und unten Platz. Und dann setzen wir hier wieder unsere Stufen einmal hin. Jetzt sollte das Fenster natürlich genauso sein wie hier unten. Da müssen wir mal gucken, wo hat hier die Strebe hingesetzt. Und wenn ich jetzt hier gucke, so beim zweiten Block auf der Oberseite. Gucken wir mal, zweiter Block, Oberseite, zack, die Strebe. Na gut, dann sind wir auf der Rückseite erstmal durch mit dem Fenster. Kommen wir dann gleich mal zur Vorderseite. Wir werden nur auf der Vorderseite noch Fenster machen, weil an den Seiten habe ich jetzt das einfach mal gelassen, weil bei Lego waren an den Seiten auch keine Fenster zu sehen, weil es ja an sich ja, sag ich mal, so ein schönes Reihenhaus ist. Also ihr könnt ja gleich an der Seite wieder das nächste Gebäude einmal ransetzen. Das ist ja der Vorteil bei diesen Lego-Sets, dass ihr euch das wirklich so zusammensetzen könnt, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch ein Fenster hier reinbauen, ne? Das ist dann Spielerei für sich, wie man es natürlich noch innen drin macht. Aber an sich machen wir jetzt erstmal die Vorderseite fertig. Da würde ich mal sagen, fangen wir natürlich wieder unten einmal an. Da richten wir uns am besten auch gleich von den Treppen einmal aus. Und zwar schlagen wir jetzt an den Seiten, ja, würde ich mal sagen, auf einer Höhe von 3 das hier einmal weg. Mitte könnt ihr auch gleich einmal freihauen. Dann setzen wir jetzt unsere Steinziegelmauern einfach mal an der Seite einmal lang. An den Seiten davon machen wir auch gleich noch ein paar Fenster hin. Und zwar würde ich sagen, dass mal eine Blockreihe natürlich da. Und dann schlagen wir hier einfach mal 4 Blöcke weg. So, andere Seite auch 4 Blöcke mal weghauen. Da könnt ihr jetzt einfach mal eure Sandsteinmauern einfach mal an den Seiten hier so lang ziehen. So, andere Seite auch nochmal hier 4 Stück jeweils hin. Da setzen wir auch gleich einmal unsere Stufen einmal rauf, so dass das hier fertig ist. Wunderbar. Und dann ziehen wir auch noch eine weitere Stufenreihe gleich hier einmal über unsere Mauern einmal lang, dass sie hier schon abgeschnitten ist. Dann kommen wir schon gleich zur nächsten Etage, die wir hier haben. Jetzt nehmen wir mal unsere Sandsteintreppen mal zur Hand. Und zwar lasst an der Seite wieder eine Blockreihe Platz. Dann schlagen wir hier so ein 4er Loch einmal rein, so. Dann setze ich mir meine Treppen einmal normal und umgedreht einmal hin. Lass mal eine Strebe hier wieder Platz. Und dann schlage ich mir jetzt hier einfach mal 4 Blöcke weg. Das ist jetzt die schöne Mitte, die wir hier haben. Unten setzt ihr ganz normal die Treppen hin und oben, zack, lassen wir es ein bisschen anecken. Und ups, müssen wir unten auch anecken, dass sich das hier so ein bisschen verbindet. Ja, oben noch die umgedrehten und fertig ist das auch hier. So, wieder einen Block Platz lassen und dann hier wieder das 4er Fenster rein. Treppen unten und oben einmal hin. Jetzt über unseren Treppen können wir insgesamt jetzt auch komplett an der Seite hier einfach mal diese Ebenen weghauen. Und zwar genau bis oben hin zu unseren Stufen schlagen wir jetzt einfach mal hier so die ganze Wand ein bisschen ein. Denn das wird jetzt natürlich jetzt hier unser nächster Fensterfront werden. Wir nehmen wieder unsere Sandsteinmauern. Und zwar an den Seiten platziere ich mir jetzt hier einfach mal eine Mauerreihe einmal hin. So, dann würde ich sagen, lassen wir 2 Blöcke Platz oder 2 Treppenreihen Platz. Dann setze ich mir wieder hier, würde ich mal sagen, jetzt aber 2 Mauernreihen hier einmal hin. Ziehen wir natürlich hier wieder einmal bis nach oben einmal lang. So, andere Seite auch. Wie gesagt, 2 Treppen Platz lassen und dann hier die 2 Mauern einmal hin. Dann sollten wir perfekt hier in der Mitte auch nochmal so 2 Blöcke haben, ne? Jetzt nehmen wir nochmal unsere glatte Sandsteinstufe einmal zur Hand. Und zwar über unseren Fenstern hier setzen wir hier zack an unserer Steinstufenreihe mal einfach in unsere Sandsteinstufenreihe lang. So, darunter setzen wir noch eine weitere Reihe lang. Und dann kommen wir schon natürlich schon gleich wieder zur nächsten Ebene. Und hier machen wir wieder das gleiche Spiel mit unseren Treppen. Genauso wie wir es jetzt da hatten. Ihr lasst wieder einen Block Platz. Dann schlagen wir hier einmal so ein 4er Fenster rein, setzen unsere Treppen hin. Einen da lassen. Wieder 4 Blöcke hier einmal weghauen. Und setzen auch hier wieder unsere Treppen einmal rein. Wunderbar. Unten auch nochmal. Und auf der anderen Seite nochmal hier dieses kleine Fenster. Und dann machen wir wieder das Spiel. Das heißt hier wieder zack, die nächsten Ebenen bis zu unseren Steinblöcken hier. Zack, können wir einmal weghauen. Und es bleibt immer noch wie vorhin bei der Etage, das heißt auch hier setzen wir wieder an den Seiten unsere Mauern hin und lassen immer 2 Blöcke Platz und setzen dann wieder 2 Mauern einmal hin. Und zum Schluss fehlt natürlich noch hier einmal unsere Sandsteinstufenreihe, die wollen wir natürlich oben auch einmal langziehen und da seht ihr jetzt ganz gut. Wir hatten hier oben, sag ich mal, das hier so ein bisschen angepasst mit den Stufen und da können wir das jetzt super eigentlich reinhauen. Jetzt sind wir schon gleich fertig mit unserer Polizeiwache. Zum Schluss holt ihr euch einfach noch ein bisschen Leuchtfeuer raus. Ihr könnt auch andere Lichtquellen nehmen. Ne? Es gibt ja noch Seelaternen und Glowstone. Ne? Da könnt ihr euch ja aussuchen, was ihr möchtet. So, dann nehmen wir noch ein bisschen blauen Zement einmal raus. Denn Sandsteinstufen, davon bitte auch nochmal die Treppen. Dann holen wir so ein bisschen Glas raus. Ich empfehle für unsere Polizeiwache weißes Glas und schwarzes Glas. Aber ihr könnt auch gerne jede andere Farbe nehmen, die euch gefällt. Dann nehmen wir uns einfach mal als Beispiel für unsere Inneneinrichtung für den Boden grauen Beton raus. Ihr könnt auch gerne schon den Boden nehmen, den ihr später wollt, aber dazu kommen wir noch. Dann holt ihr euch nochmal glatte Steinstufen raus, auch noch für den Innenbereich und Steintreppen auch für den Innenbereich. Das könnt ihr aber anpassen von der Farbe her, das ist dann euch überlassen.
Wir fangen dann erstmal auf der Vorderseite einmal an, würde ich sagen. So, kommen wir erstmal zum Leichten. Und zwar dieses Leuchtfeuer, die ich mir gerne nehmen möchte, setze ich mir vorne einmal hin. Das sind einfach solche Lampen, die wir vorne haben. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. Aber weil ich ja, sag ich mal, schon hier in meiner Straßenreihe meine Laternen hier mit diesem Leuchtfeuer gemacht habe, finde ich das ganz passend, auch das gleich hier mit einzubauen. So, dann als nächstes würde ich mal sagen, was sollten wir als erstes verbauen? Nehmen wir mal... Ja komm, wir nehmen unsere Glasscheiben erstmal überall, dass wir die erstmal verbauen können, und zwar auf der Vorderseite. Möchte ich gerne, dass meine Glasscheiben, sag ich mal, gleich hier bei unseren Mauern hier einmal verbaut werden. Müsst ihr wissen, ob ihr innen drin euch das auch nochmal doppelt verkleiden wollt. Ich würde es einfach mal machen. Wir halten natürlich jetzt zwar dieses Muster jetzt hier vom Glas, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz passend. So, auf der, oder bei unserem Vordereingang, hier setze ich mir natürlich auch nochmal meine Glasscheiben einmal hin. Ich verzichte jetzt einfach mal hier auf eine automatische Tür. Ich lasse mir das einfach mal komplett hier einmal offen. Dann kommen wir natürlich schon zur nächsten Ebene. Hier setze ich mir auch noch einmal, zack, einfach meine ganz normalen Glasscheiben rein. Aber ich würde die nicht komplett bis nach oben machen, denn hier würde ich mal sagen, setzen wir uns einfach mal ein bisschen blauen Beton einmal rein. Das mache ich mir überall einmal oben hin. So, und darunter dann einfach meine Glasscheiben. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann kommen wir wieder hier zur nächsten Ebene. Und hier würde ich eigentlich komplett das mit Glas mir einmal zuziehen. Wir hatten natürlich noch hier eine zweite Glasfarbe und die würde ich mir ganz oben einmal verbauen. Da lasse ich mir einfach unten so zwei Blockreihen Platz. Und dann setze ich mir jetzt zack, ja, einfach mal die nächste Farbe rein. Warum mache ich mir das jetzt hier mit Farbe? Man könnte natürlich auch hier oben nochmal einfach blauen Beton hier euch hinsetzen. Aber weil ich hier oben mir, sag ich mal, ein größeres Büro machen will vom Polizeichef, dachte ich mir, der kriegt ein paar bessere Fenster, so ein bisschen größere. Dass er ein bisschen Blick nach draußen hat auf die Straße. Na gut, dann fliegen wir mal auf die Rückseite. Obwohl, kommen wir hier überhaupt einmal rein? Nee. Müssen wir einmal reingehen. Obwohl, halt, auf der Rückseite könnten wir hier hinten noch so als kleines Vordach auch nochmal blauen Zement hier uns einmal platzieren. Jetzt fliege ich hier einmal rein. Und zwar auf der Rückseite möchte ich mir natürlich auch nochmal ein Fenster ein bisschen machen. Das heißt, jetzt hier natürlich bei unseren ganz normalen hier mit den Stufen setze ich mir zack einmal meine Glasscheiben rein. Hier oben beim Eisengitter würde ich das eigentlich nicht so machen. Da hätte ich eigentlich noch eine andere Idee, aber da brauchen wir uns nochmal einen anderen Block holen. So, ich setze mir oben erstmal meine Glasscheiben rein. So, kommen wir nochmal hier unten zum Eisengitter. Falls ihr natürlich dann auch so eine Gefängniszelle einbauen wollt, schlagt einfach nochmal auf der Innenseite so zwei Reihen hier einmal weg. Und jetzt muss ich mir kurz was rausholen. Und zwar, wo haben wir denn hier Mauern nochmal? Mauern, da sind sie. So, Steinmauer mal kurz rausgeholt. Welchen Block kann ich entbehren? Da, Leuchtfeuer. So, und zwar setze ich mir auf der Innenseite einfach mal ein bisschen Mauern hier mal hin. Wirkt das Fenster doch ein bisschen größer. Und ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Kann man ruhig machen. Man könnte vielleicht sogar das Eisengitter ein bisschen dicker machen. Ne, verzichten wir mal. Na gut, innen drin sind wir noch nicht so weit. Wir müssen vorne nochmal hin. Und zwar wollte ich mir hier vorne natürlich noch so ein kleines Polizeischild einmal hinbasteln. Das heißt, wir nehmen jetzt unseren blauen Zementeimer und müssen hier ein bisschen was weghauen. Und zwar über unseren Eingang schlagen wir einfach mal diese zwei Sandsteinblockreihen einmal weg. Und die Mitte nehmen wir auch nochmal zwei Blöcke weg. So, da setzen wir jetzt einfach meine Betonblöcke einmal hin. Man kann natürlich gerne Police schon mal gerne raufschreiben. Ich verlinke dir nochmal ein Video, wie du das ganze Alphabet dir natürlich, sag ich mal, auf Banners dir basteln kannst, weil du natürlich nicht weißt, wie man sich da die Buchstaben auf Banners bastelt. Denn kannst du es dir einfach mal lernen. Aber über unserem Schild wollen wir natürlich auch noch so ein kleines Vordach einmal basteln. Dann nehmen wir einfach unsere Sandsteinstufen einmal zusammen. Und zwar gleich hier an der Seite setzen wir uns einfach hier so ein paar Stufen hin. Gleich daneben eine umgedrehte Treppe. Gleich hier an der Treppe setzen wir uns dann hier nochmal eine Stufenreihe hin und auf den Stufen setzen wir nochmal eine weitere Stufenreihe. Dann haben wir hier dieses kleine Schild. Ich habe mir dann kurz nochmal meine Buchstaben hier einmal rausgeholt. Dann können wir es natürlich hier gleich einmal raufschreiben, dass jeder weiß, was das natürlich hier ist. Oh, haben wir eine weitere Polizeistation hier. Wunderbar. Dann können wir jetzt natürlich einmal reingehen und innen drin uns das natürlich auch nochmal gestalten. Ihr könnt euch natürlich jetzt aussuchen, wie ihr euch den Boden innen drin machen wollt. Wir gucken uns natürlich das gleich noch einmal an. Wir machen natürlich noch die Tour. Aber ich nehme jetzt einfach als beispielsweise jetzt hier einfach meinen grauen Beton, aber ihr könnt natürlich das natürlich verbauen, wie ihr wollt, ne? So, mein Boden ist schon einmal drin. Jetzt wollen wir natürlich, bevor wir zur Treppe und so kommen, erstmal überall die Böden einmal reinziehen und natürlich Decken. Also wir werden das so ein bisschen unterschiedlich machen. So, an sich haben jetzt unsere Stockwerke immer eine Höhe von 5 Blöcke an sich. Passend ist das natürlich jetzt hier zur ersten Steinblockereihe auch hier 5 Blöcke, dass wir hier die einmal haben. Jetzt habe ich natürlich keine Deckenebene. Warte mal, da müssen wir uns natürlich noch einen Block rausholen für die Deckenebene. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal... nehmen wir einfach mal den glatten Stein. So. Ich nehme jetzt einfach mal für meine Decke den glatten Stein. Und zwar setze ich mir jetzt hier natürlich jetzt hier die nächste Ebene einmal rein. Das ist natürlich jetzt die Decke. Gleich darauf kommt denn der Boden. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt als Boden. Ne? Ob ihr da Teppich euch verlegt oder Parkett. Ne? Ganz euch überlassen. So.
Dann kommt wieder die nächste Ebene. Da lasst ihr wieder einfach mal 5 Blöcke Platz. Das heißt, denn hier kommt wieder einmal die Deckenebene rein und darauf dann wieder einmal den Boden. Und da seht ihr ganz gut hier auch zum Fenster, da können wir sehen, ob wir auch richtig bauen. Und wir haben immer unter dem Fenster so einen Block Minimum Platz. Ne? Das kann eigentlich ganz passen. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal die Decken und Böden hier einmal reinziehen. Meine Böden sind jetzt auf jeder Etage einmal drin. Ich habe mir jetzt nochmal eine Steinstufe einmal rausgeholt, denn jetzt wollen wir die Treppen einmal basteln, sodass wir auch in jedes Stockwerk kommen. Wir fangen am besten immer jetzt, sag ich mal, hinten auf der linken Seite einmal an. Ihr lasst jetzt hier einfach mal von hinten gesehen 5 Blöcke Platz oder ab dem 5. Block setzen wir einfach mal unsere Treppen hin. Wir machen jetzt hier insgesamt 3 Treppen jeweils hin. So. Bei der 3. Reihe könnt ihr dahinter dann einfach eure Stufen hinsetzen. Ihr könnt auch gerne, weil die Treppe wollen wir natürlich ein bisschen dicker bauen. Das heißt, unter jeder Treppe setzen wir noch eine Treppe hin. Jetzt hier auch, ja, ob wir jetzt hier Stufen unbedingt nehmen oder Blöcke. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wild, oder? Muss ich selber mal schauen, was sieht besser aus. Ich glaube, Blöcke, ne? Das ist ein bisschen dicker. Ja, können wir auch Blöcke in Ruhe machen. So, jedenfalls geht es dann hier weiter, dass wir jetzt hier natürlich drüber hier einmal ein bisschen die Blöcke hier ein bisschen weghauen können. Machen wir auch auf hier so eine Dreierbreite insgesamt. So, schlagen wir mal ein bisschen hier weg. Das geht alleine von auf, wie weit wir das hier weghauen müssen, denn gleich danach setzen wir hier einfach unsere Treppen hin, auch hier wieder 3. Und die setzen wir jetzt so lange hier nach oben, bis wir natürlich hier auf unsere Bodenebene einmal kommen. Das wären jetzt hier wie oft? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. So, natürlich wollen wir auch gleich wieder unter unseren Treppen das natürlich wieder eine dicker bauen. Ich glaube doch, das wäre ganz gut, wenn wir dann lieber statt Stufen Blöcke nehmen. So, an der Seite können wir dann hier nochmal die Treppe schön anecken lassen. Wunderbar. Zack, oben hin und fertig. Ja, und das ist eigentlich die Treppe, die wir hier haben. Ihr könnt auch gerne hier nochmal einmal das ein bisschen nach vorne überstehen lassen. Oder hier ein bisschen was weghauen, dass es ein bisschen besser ist. Ja, machen wir 2. Das sieht ein bisschen ganz, ja, das sieht ganz gut aus. Na gut, so, dann wollen wir gleich das nächste Mal hier die Treppe einmal setzen. Das heißt, wieder hier 5 Blöcke so Platz lassen. Setzen wir wieder hier 1. Dann 2. Und das dritte Mal hier hin. Na, wir haben ja gesagt, Blöcke sind besser. Also, na, nimm lieber Blöcke. Na, das sieht besser aus. So, ich mache mir das gleich hier auch unten einmal ein bisschen dicker. Oh, das sieht ganz gut aus. Wunderbar. Und dann geht es hier wieder oben einmal weiter. Müssen wir natürlich auch hier wieder ein paar Blöcke weghauen. So, schlag mir einfach jetzt hier ein bisschen frei. Und wie gesagt, es geht von alleine auf. Da müsst ihr nicht unbedingt sehen, wie viele Treppen euch hinsetzt. Ne, man sieht es ja, ne, wenn wir oben einmal ankommen. Machen wir die Treppe hier natürlich noch schick einmal fertig. Und müssen uns natürlich noch einmal verkleiden. So, damit die Treppe natürlich auch ein bisschen stabiler ist. Wunderbar. Ich würde mal sagen, ganz oben, na, da lasse ich mal nicht so einfach überstehen, oder doch? Ach, wir könnten auch beibehalten, so wie es unten einmal haben. Ja, das kann man ruhig machen. So, ganz oben wird natürlich noch einmal die Decke, die haben wir vergessen. Da nehmen wir jetzt einfach mal unsere glatten Steinblöcke hier einfach mal. Ihr könnt natürlich auch austauschen, diese Blöcke, ne, durch irgendeinen anderen Block, wenn ihr möchtet. Aber an sich ziehe ich mir das hier einfach mal schön mit der Decke so lang. Wunderbar. Und dann kommen wir jetzt schon gleich hier einmal zur Tour, um uns natürlich anzugucken, wie man es einrichten kann. Und hier wird jetzt natürlich auffallen, dass wir jetzt hier unsere Steinblöcke hier an der Seite haben, immer zu unserer Deckenebene, dass es hier passt. Das passt einmal hier und auch hier nochmal. Wenn ihr euch die Decke jetzt natürlich mit diesen Steinblöcken macht, empfehle ich euch nochmal etwas auszutauschen. Und zwar immer jetzt hier am Rand, das noch einmal durch unsere Stufen einmal zu machen. Dann haben wir das gleiche Muster wie natürlich jetzt hier außen an der Wand. Das finde ich ganz schick. Ist einfach so eine kleine Empfehlung noch. Ne, dann passt das hier so einheitlich. So, müssen wir hier oben natürlich dann auch nochmal machen. Oh, ne, das ist halt so ein bisschen passt. Tja, der Rest ist natürlich dann jetzt hier nur noch Gestaltung, dass man sich das einrichtet. Und wie das aussieht, gucken wir uns natürlich jetzt noch einmal an. Natürlich jetzt in Farbe bei unserer Polizeistation hier. So, ganz wie es bei Lego ist, habe ich versucht, das hier so nachzubauen. Natürlich hier mit den PCs vorne, der Empfangbereich, ne? Wenn es natürlich voll ist, kann man sich natürlich hier hinsetzen und warten, bis man natürlich hier einmal rankommt. So, unten haben wir, wie gesagt, Empfangsbereich von unserer Polizeistation. Alles so ein bisschen blau gehalten, ne? Wie es halt passt zur Polizei.
So, im nächsten Stockwerk habe ich mir natürlich noch so ein kleines Geländer hier einmal rangebaut. Dann haben wir hier die Sitzplätze von den Polizisten. Vielleicht so einen kleinen Wasserspender, der sogar funktioniert. Da kriegen wir sogar Wasser raus. Ja, ganz passend. Und dann haben wir natürlich noch eine kleine Gefängniszelle hier, ne, falls sie mal einen verhaften sollten. Und wie gesagt, eigentlich ganz simpel, ne, wie man euch das hier einrichten kann. Richtet euch so ein bisschen hier vom Gitter aus. Was haben wir denn hier vom Maß von der Gefängniszelle? Ich würde mal sagen, so ein 4x4 Maß, ne? Oder haben wir jetzt hier 5? Ne, 5x4. Das ist die Zelle, die wir hier haben. Eigentlich alles drin, was man braucht, ne? Kleines Bettchen, Toilette, reicht ja, ne? Ist ja kein wirklich großes Gefängnis. Hier wird man vielleicht für ein paar Stunden mal in Haft gestellt, ne, wenn man irgendwas verbrochen hat bei uns. Tja, so, dann haben wir unten das hier auch erstmal durch hier mit dem Office-Büro. Jetzt kommen wir natürlich nur oben zu unserem Polizeichef. Ne, der hat natürlich hier oben das größte Büro. Der hat sogar seine kleine Küche hier. Das heißt, jeder, der natürlich hier seine Mittagspause machen will, muss gleich zum Chef kommen. Also man kann hier nicht unbegrenzt Pause machen. Das geht natürlich nicht. Wir haben natürlich auch eine kleine Toilette ganz oben. Ne, ich glaube, da muss ich nicht allzu viel sagen. Tja, das wäre es denn hier auf unserer Polizeistation. Eigentlich ganz simpel einzurichten. Gar nicht mal so schwer. Wie gesagt, den Boden und so könnt ihr euch anpassen, ne? Genauso wie hier bei der Küche, ne? Nur die Decke, die habe ich mir so gelassen. Ah, guck mal, hier oben habe ich das auch eigentlich glatt einmal rangehauen. Ja, ich glaube, damit ich hier oben hier ein bisschen mehr Platz hatte, habe ich das so gemacht. Ja, muss man mal gucken. Man stößt sich jedenfalls nicht den Kopf, also das könnte man auch halt unten auch so lassen. Aber ich finde das ganz passend. Nur unten kann man auch natürlich so sich das hier bauen mit der Treppe. Da habe ich das auch nochmal abgestützt hier vorne. Das ist vielleicht ein bisschen logischer ist, dass es auch ein bisschen hier gestützt wird. Aber naja, so. So wie denn hier zu unserer Polizeistation. Man kann natürlich hinten auch nochmal rausgehen. Hier habe ich hier unter der Treppe auch noch ein bisschen Stauraum gemacht. Dann kommt man natürlich hinten raus und da haben wir schon den ersten Polizeiwagen, der hier steht. Ja, auch ganz schick. Wir sind wieder am Ende angelangt des Videos. Wir haben unsere Stadt wieder erweitert um ein weiteres Gebäude. Jetzt haben wir endlich eine Polizeistation. Jetzt können wir wieder hier sicher rumlaufen, dass Recht und Ordnung hier herrscht. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren. Dann bleibst du immer auf dem laufenden Stand und verpasst kein einziges Video mehr. Wenn du natürlich noch weitere sehen willst, schau mal in der Infobox. Da habe ich dir noch ein paar weitere zusammengestellt. Vielleicht ist noch was dabei, was du bauen möchtest. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund und dann haut's rein. Und ciao.